Eine Klappbrücke mit der Eigengewichtskraft G wird durch ein Seil gehalten. Das Seil wird über eine Rolle umgelenkt. Wie groß ist die Seilkraft in Abhängigkeit vom Öffnungswinkel der Klappbrücke? Wann wird die Seilkraft obsolet? Das wollen wir einmal ausrechnen. Ich habe den Freischnitt des Systems habe ich hier schon einmal vorbereitet. Das kann ich hier mal einblenden. Man sieht hier die Koordinatenrichtungen x und y, die Kräfte in A und die Seilkraft S übertragen auf den Angriffspunkt an der Klappbrücke. Und damit wir es ein bisschen einfacher haben, zum Rechnen habe ich den Winkel Beta eingeführt. Das ist der Winkel von S zu Horizontalen. Und was hier noch fehlt, ist die Drehrichtung der Momente. Wir sagen, linksdrehende Momente sind positiv. Und dann fangen wir an, die Bilanzen aufzustellen. Zuerst mal für die... Achso, man kann sich dieses Bild übrigens auf der Webseite auf pictures.com aufrufen und vielleicht dann so neben dem Video einblenden. Dann braucht man das hier nicht mehr im Blick behalten. Das heißt, wir können einmal aufschreiben, die Summe der Kräfte in x-Richtung ist gleich 0, ist gleich f ax minus s mal Cosinus Beta. Die Summe der Kräfte in y-Richtung ist gleich 0, ist gleich f ay minus g plus s mal Sinus Beta. Die Summe der Momente, die bilden wir um a, ist gleich 0, ist gleich. Und jetzt müssen wir mal gucken, wir haben gesagt, linksdrehende Momente sind positiv. Das heißt also, g dreht rechts rum, minus g mal Hebelarm ist L halbe mal Cosinus Alpha. So, und jetzt haben wir hier die Vertikal- und die Horizontalkomponente von S, die auch jeweils zum Moment beitragen. In der Horizontalen ist das S mal Cosinus Beta. Das dreht links rum, also positiv. S mal Cosinus Beta mal Hebelarm ist L und für die Horizontale L mal Sinus Alpha. L mal Sinus Alpha. Die Vertikalkomponente ist SY, dreht auch links rum, plus S mal Sinus Beta. Und der Hebelarm ist L mal Cosinus Alpha. Jetzt nehmen wir G mal auf die andere Seite. Das heißt, dann haben wir hier G mal L halbe mal Cosinus Alpha ist gleich. Und dann können wir S und L mal ausklammern, S mal L mal Cosinus Beta mal Sinus Alpha plus Sinus Beta mal Cosinus Alpha. Die beiden Ls, die streichen sich hier raus. Und es bleibt stehen, S ist gleich G mal Cosinus Alpha geteilt durch 2 mal Cosinus Beta mal Sinus Alpha plus Sinus Beta mal Cosinus Alpha. So, dieser Klammerausdruck lässt sich einfacher schreiben. Das ist nämlich Sinus Alpha plus Beta. Das heißt, unser S ist gleich G mal Cosinus Alpha geteilt durch 2 mal Sinus
Alpha plus Beta. Damit sind wir aber noch nicht ganz fertig, denn wir wollen ja die Funktion s von Alpha haben. Und jetzt haben wir das Beta noch hier drin. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns das Beta ausrechnen können. Das heißt, hier der Gegenwinkel auf dieser Seite, das hier ist ja nochmal Alpha zu finden. Man muss sich das vorstellen, wir haben ja hier ein Dreieck. Ein rechtwinkliges Dreieck. Und wir haben hier eine Seite, die ist L mal Cosinus Alpha. Und wir haben hier eine Seite, die ist L minus L mal Sinus Alpha. Und deswegen können wir für Beta Folgendes notieren. Beta ist gleich Arkustangens von L minus L mal Sinus Alpha geteilt durch L mal Cosinus Alpha. So, da streichen sich dann schon wieder so ein paar Sachen raus. Diese beiden Ls, hier kommt eine 1 hin. Das heißt, wenn wir das jetzt einsetzen, dann bekommen wir unsere Funktion s von Alpha ist gleich g mal Cosinus Alpha geteilt durch 2 mal Sinus Alpha plus, und jetzt kommt das, was wir gerade hier gemacht haben, Arkustangens. 1 minus Sinus Alpha geteilt durch Cosinus Alpha. Nicht besonders hübsch, also auf der Webseite sieht das hübscher aus, aber immerhin gelöst. Jetzt fehlt uns noch die Aussage, wann wird denn jetzt die Seilkraft obsolet? Also, das heißt also S von Alpha ist gleich 0. Wann ist das der Fall? Das ist der Fall, wenn das hier oben 0 wird. Und das bedeutet entweder g ist 0, das ist Quatsch, weil g ist immer da, sonst wäre keine Brücke da. Das heißt also, Cosinus Alpha muss 0 sein. Das heißt, bei s von 90 Grad, da ergibt Cosinus 90 Grad ist gleich 0. Und deswegen wird der Zähler dann 0 und es kommt keine Seilkraft mehr raus. Und damit ist die Aufgabe gelöst.